Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Prey. Wir sind ausgesperrt. Das ist Dahl. Er hat bereits alle wichtigen Systeme der Talos 1 unter Kontrolle. Ich muss zugeben, unsere Eltern haben mich enttäuscht. Ich wusste, sie haben eine Geheimwaffe. Aber ein kleiner, naiver Teil in mir hat geglaubt, sie würden sie nicht gegen ihr eigenes Fleisch und Blut einsetzen. Wir werden diese Korallendaten nicht durchkriegen, wenn wir nichts unternehmen. Es gefällt mir zwar nicht, aber du musst irgendwie in sein Kommando-Shuttle gelangen, seinen Zugangspunkt finden und seine Verbindung kappen. Wenn sie keine blaue Uniform tragen, okay, der Repo-Man. So, hier würde es auch zu Grace noch gehen. Alex versteckt sich, ja. Na gut, das war einfach nur den Außenbereich, okay. Da kam ich ja gerade her. Morgen. Dahl wird wissen, dass sie kommen. Das Transstar-Personal ist mit Tracking-Armbändern ausgestattet. Seine Operator sind zweifelsohne schon unterwegs, um sie zu retten. Die Armbänder werden in der Datenzentrale angelegt und entfernt. Untersuchen Sie das, falls Sie unentdeckt bleiben möchten. Das wäre halt eine Idee. Na, was hältst du davon? So. Und da ist sich angenehm viel Platz, muss ich ja zugeben, bei den Dingern hier. Passen Sie bitte auf. Bitte machen Sie die Öffnung frei. So, habt ihr jetzt ordentlich hier. Ja gut, die brauchen wir nicht reparieren, wir holen es einfach neu. Was hältst du denn davon? Gut, lass was mit dem Außenbereich. Ich wollte ja eigentlich. Kann ich mich eigentlich an euch anschließen? Anschleichen? Systemalarm. Reparaturbedarf. Beantragen neuen Operator. So geht das aber tatsächlich ganz gut, merke ich. Mir werden wahrscheinlich halt irgendwann die Dinger ausgehen, die MP-Ladungen. Aber so lange. NCN9 Blackbox Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Lass meinen Freund bitte in Ruhe. Das gehört sich nicht. Nein. Okay, das könnte jetzt knapp werden. Da habe ich doch gerade ein bisschen Mist gebaut hier. Ja, viel zu viel Mist gebaut. Aber noch machbar alles. Ist echt locker. Na, Griff ist auch Kuhstrahlen wieder dazu. Das ist gut. Systemalarm. Reparaturbedarf. So, repariert euch eigentlich gegenseitig? Wäre auch ganz cool, ne? So, da ist die Fluchtkapsel. Und da unten sind mehrere Ziele. Okay, dann gehen wir da mal hin. NCN9 Blackbox Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Gib mir bitte wieder die Karte.
So, wir müssen jetzt eins runter und dann also Richtung Richtung Lobby. Zwei Britzel. Okay, die kann ich sehe ich relativ gut leise in Anführungsstrichen ausschalten. Aber wie gesagt, die Granaten halten halt auch nicht ewig. Aber gut zu wissen, dass das so schon mal einigermaßen funktioniert. So. Ansonsten ist, ich glaube, mittlerweile ist ja hier überall Koralle, dann baller ich die halt einfach weg. Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Da wird's hochgehen zu Alex Office. Ach, hier geht's wahrscheinlich rüber. Genau, Crewquartiere. Blablablub. Na, das waren die beiden Albträume. Und hier geht's zur Lobby. Alles klar, meine Herren, ist das hier verwirrend. Ach komm, die lassen wir jetzt einfach mal. Ich glaube, die fetzen sich ja gerade. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt, wenn die sich halt mit den Teifen noch fetzen. Da können wir uns vielleicht ein bisschen dran vorbei bewegen. Von daher einmal strecken. So, und von hier jetzt würde ich gerne zum Datencenter. Wenn das geht. Morgen. Ich habe die Ankündigung gehört. Nein, nein, ich gebe sie nicht auf. Sie waren für mich da und ich bin für Sie da. Wenn Sie so nett wären, hätte ich einen Vorschlag, der uns ohne weiteres Blutvergießen von der Talos 1 wegbringt. Tun Sie Dahl einfach nichts an, bevor wir ihn persönlich sprechen können. Weiter? Mal gucken, was du zu erzählen hast. Obwohl, nee, das machen wir, wenn wir die Sache für Michael erledigt haben. Hier spricht Alex Yu. An alle Überlebenden der Talos 1. Ich weiß, dass viele von ihnen Angst empfinden. Und Wut. Vielleicht geben sie mir die Schuld dafür. Aber ich hatte nie die Absicht, ihnen zu schaden. Das müssen sie mir glauben. Ganz im Gegenteil. Commander Dahl dagegen hat kein Interesse, irgendetwas zu retten. Bis auf die Geheimnisse an Bord dieser Station. Sie alle sind eine Belastung für die Firma geworden. Dahl, ich weiß, dass Sie mich hören können. Ich weiß nicht, was der Vorstand Ihnen gesagt hat. Aber Sie sind dem nicht gewachsen. Rufen Sie Ihre Operator zurück. Oder... Ich war doch gerade im Pause-Ding und wollte mich gerade heilen. Ich glaube, ich habe auch gar keine Medikits mehr, wenn mich nicht alles täuscht. Na gut, da heile ich mich jetzt halt mal vorher, beziehungsweise esse noch ein bisschen was. Morgen. Ich habe die Ankündigung gehört. Nein. Ich gebe sie nicht auf.
waren für mich da und ich bin für Sie da. Wenn Sie so nett wären, hätte ich einen Vorschlag, der uns ohne weiteres Blutvergießen von der Talos 1 wegbringt. Tun Sie Dahl einfach nichts an, bevor wir ihn persönlich sprechen können. Ja, das sollte ja mit dem Ding eigentlich ganz gut gehen. Ach, vielleicht können wir den nachher in den Stuhl reinsetzen und dann die Neuromods an ihm installieren. Höhö. Ach, hier geht's jetzt zur Shuttle Bay. Gut. Hier spricht Alex Yu. An alle Überlebenden der Talos 1. Ich weiß, dass viele von Ihnen Angst empfinden. Und Wut. Vielleicht geben Sie mir die Schuld dafür. Aber ich hatte nie die Absicht, Ihnen zu schaden. Das müssen Sie mir glauben. Ganz im Gegenteil. Commander Dahl dagegen hat kein Interesse, irgendetwas zu retten. Bis auf die Geheimnisse an Bord dieser Station. Sie alle sind eine Belastung für die Firma geworden. Dahl, ich weiß, dass Sie mich hören können. Ich weiß nicht, was der Vorstand Ihnen gesagt hat, aber Sie sind dem nicht gewachsen. Rufen Sie Ihre Operator zurück. Oder helfen Sie uns wenigstens, die Typhon zurückzudrängen. Wir sind kurz vor dem. Bruder mag Mikrofone, Scheinwerfer. Er kann nicht widerstehen. Er steht. Nicht, obwohl er sich versteckt. Und Sie laufen herum wie eine nervöse Ratte. Ich höre Sie. Wie sie an den Kabeln knabbern und in die Ecken scheißen. Versuchen sie, ihr Chaos zu retten oder sich aus dem Staub zu machen. So, sorry, ich habe hier echt zu tun. Du rufst zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt an, Kollege. Hättest du weniger Bots geschickt, hätte ich dir auch mal zuhören können. Aber so wird das, glaube ich, nichts großartig werden. Na gut, ich baue hier auch gerade ziemlich ein Mist, beziehungsweise das läuft alles nicht so rund. Na gut, aber machbar. Knapp, aber machbar. Nummer 1. Und Nummer 2. Und dann kann ich dir auch wieder zuhören. Und lass mich auch direkt nochmal heilen. Bin dann doch ganz froh, dass ich das mit dem Hacken geskillt habe. Muss ich zugeben. Meisterwerk. Sie können stolz sein. Willkommen. So, armes Tuff-Tuff. Diagnostiziere oberflächliche Verletzungen. Nichts, was ein Mädchen nicht heilen könnte. Sie werden sich bald wieder besser fühlen. So gut wie neu. Vergessen Sie den Patientenfragebogen nicht. Unschätzbare Dinge. So, April hat's zerlegt. Achso, das hatten wir ja schon. Das sind ja diese Tests. Verhaltenstest. Daten. Die haben wir auch alle. Ich brauche bald eine Reparatur. Machen wir einen neuen Test. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Okay, und irgendwo hier wird dann wahrscheinlich... meine Akte sein. Nur wo? Hier unten schon mal nicht. Hinterm Whiteboard? Nö.
Oder soll ich den Test jetzt einfach mal machen? Vertrauter Ort. Dazu hat niemand das Recht. Wechseln. So, nun können wir jetzt an dem Ding was machen? Ne. Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Guten Abend, Talos. Denken Sie daran, sich während Ihres Aufenthalts an Bord einmal im Monat ärztlich untersuchen zu lassen. Dr. De Vries verspricht eine schnelle und möglichst schmerzfreie Prozedur. Jojo. Du hättest mal ein bisschen näher kommen können, du Operator. Jetzt habe ich eine Granate verschwendet, deswegen. Dr. Kohls Büro. Okay, wir müssen sich hier drin suchen. Das dürfte aber auch der letzte gewesen sein hier in der Ecke. Gut. Kommen halt nicht so schnell voran, wie ich mir das wünschen würde, aber es gibt tatsächlich halt noch eine Menge zu tun hier. Na, ich gehe oben rum. War, glaube ich, keine gute Idee. Absolut keine gute Idee. Was sagt denn die Mission dazu? Wir sollen einfach nur das Dings finden, oder? Ach, warte mal. Erstmal, wenn wir schon mal dabei sind. Ah, wahrscheinlich... Ah, okay, okay. Wir müssen die Dings eingeben. A, C, B. Also Antwort A, dann C, B, A, C. Alles klar. Macht Sinn. So, dann kriegen wir das zumindest mal noch hin. So, neuer, also vertrauter Ort. Dann ruhig. B. Nichts tun. Den dicken. Und nichts tun. Okay, welcher Tresor? Tresor, Tresor, Tresor. Mehrere Ziele. Ikwe. Tresor. Ah, hier. Wissen Sie, wie oft wir dieses Gespräch schon hatten?
Das ist das fünfte Mal. Verläuft es immer gleich? Nicht immer. Was heißt das? Was meinen Sie denn? Naja, als mein Therapeut sollte Sie das beunruhigen. Sie haben eine Nachricht für sich selbst hinterlassen. Möchten Sie sie hören? Nein. Ich denke, es würde helfen. Ich sagte nein. Das bin nicht ich. Wie kommen Sie darauf? Keine Ahnung. Ich weiß es einfach. Sie waren damit einverstanden. Es war Ihre eigene Idee. Von Ihnen und Alex. Ich war mit überhaupt nichts einverstanden. Dieser Morgan bin nicht ich. Ich würde niemals... Wissen Sie, was in der Psychotronik geschieht? Wissen Sie's? Wenn ich's wüsste, könnte ich's nicht sagen. Das wissen Sie. Was wissen Sie über die Typhon? Über die sollten wir nicht sprechen. Nicht ohne Ihren Bruder. Die? Sie wissen es also, Sie Schlange. Wie können Sie da so ruhig sitzen? Morgan, atmen Sie tief durch. Hier. Ich will keine Pille. Ich will diese Station schließen. Ich will die Erde... Morgan. Ich sagte nein. Okay. Ich werde Alex anrufen. Okay. Ist halt die Frage, wer von denen ist paranoid war. Gut, dann werden wir, glaube ich, doch... Mit anderen Fabrikatorplänen lief es nicht so gut. Aber ich habe an einem Psychoskop-Chipsatz gearbeitet. Dann werden wir hier nochmal kurz, reingehen. Es wäre mir eine Ehre, wenn Sie ihn verwenden könnten. Danke. Was ist das für ein Chipsatz? Erdeckung verborgener Mimics. Fernscan. Erhöht die Entfernung, ja. Und Thermalverstärker. Billige Zeit. Gut, ich glaube, Korallen haben wir ja schon genug gescannt. Machen wir es mal so. Morgen. Ich habe versucht, irgendjemanden aus meiner Kontaktliste zu erreichen. Ich bin im Traumazentrum. Ich wollte hier Vorräte suchen. Ich habe mir beim Stromausfall den Arm gebrochen. Jetzt sitze ich fest. Aliens vor der Tür. Könnte hier wirklich Hilfe brauchen. Okay, das war leider nicht so erfolgreich, wie ich mir das gewünscht hätte. Na gut, dann werden wir die nächste Folge mal... mit Dr. Ikwe reden. Wo ist denn der jetzt abgeblieben? Da. Mal schauen, was du noch zu sagen hast. Ich bin autonomer als ein gewöhnlicher Operator. Der Inhalt des Videos ist heikel. Nur eine Person aus Fleisch und Blut könnte mit der Verantwortung klarkommen. Nehme ich an. Okay, und dann schauen wir mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.